Wann wird die Rente im Monat Juni 2022 gezahlt? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Zum 1.7.2022 startet die Rentenerhöhung. Und viele Menschen fragen auf rentenbescheid24 an, wie sieht es denn aus, wann wird denn die Rente überhaupt im Juni 2022 gezahlt? Der 1.7. ist ja ein Freitag. Wann kommt denn dann auch die Rentenerhöhung bei uns tatsächlich an? Paragraph 118 SGB 6 sagt, Renten werden immer am letzten Bankarbeitstag im Monat gezahlt. Und da spielt es jetzt erstmal gar keine Rolle, ob Sie die Rente vorschüssig oder nachschüssig bekommen, sondern entscheidend ist, dass sie am letzten Bankarbeitstag im Monat gezahlt werden. Und der letzte Bankarbeitstag im Monat Juni ist ein Donnerstag, nämlich der 30. Juni diesen Jahres. Das heißt also, am 30. Juni 2022 müssen die Renten von Ihrer Bank auf Ihrem Konto gutgeschrieben sein. Ausnahmen bestätigen natürlich auch leider manchmal die Regel, wenn es dann Probleme gibt mit der Überweisung. So zum Beispiel für die vielen Menschen, für die vielen Rentenempfängerinnen und Rentenempfänger, die in der Ukraine leben oder Deutsche, die in Russland aktuell leben. Da gibt es ganz, ganz große Schwierigkeiten, dass sie dort überhaupt die Renten überwiesen bekommen. Die Rentenzahlung im Juni 2022 gilt entweder vorschüssig oder nachschüssig. Vorschüssig heißt, der Rentner oder die Rentnerin, die ihre Rente schon vor dem 01.04.2004 bekommen hat, bekommt ihre Rente am 30.06.2022 mit der Rentenerhöhung schon für den Monat Juli am 30.06. gezahlt. Wer nach dem 01.04.2004 seine Rente bekommen hat, der bekommt zum 30.06., also am letzten Bankarbeitstag, seine Rente für den laufenden Monat Juni gezahlt. Und das dürften die meisten unserer Rentnerinnen und Rentner sein. Und diese werden die Rentenerhöhung zum 1.7. noch nicht auf ihrem Konto gutgeschrieben bekommen, sondern erst am Ende Juli 2022. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.